Kann mir das mal einer erklären? Schalke 04 geht 2 zu 0 in Führung, hat sogar das 3 zu 0 am Fuß und verliert mit 4 zu 2. Ernsthaft? Peinlich. Einfach nur peinlich wieder. Sorry. Ich bin froh, wenn diese Saison beendet ist. Ich bin froh, wenn wir es endlich geschafft haben, wenn diese Saison vorbeigeht. Ganz ehrlich, das Gefühl hattest du ja schon nach dem fünften Spieltag oder so. Ja, bei mir war es noch spät. Sorry, das geht gar nicht. Ich dachte erst, ich bin im falschen Film. Ich gucke das Spiel. Ich gucke. Denk so, boah, geil, geil, guck dir das an. Schalke gibt gerade mal richtig Gas. Komm, Schalke ist wieder da. Der ganze Druck ist von der Mannschaft runter. Ja, endlich hat die Mannschaft irgendwas begriffen. Und dann, ja, was das Einzige, was sie begriffen haben, ist, wie sie genauso weitermachen wie bislang. Also, erst einmal die Aufstellung war komplett wild, auch vom Gramotzes, ne? Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also, was für Spieler er da teilweise aufgestellt hat, Suat Serdar, Amin Harit, Marc Uth, das sind alle Spieler, die jetzt nicht unbedingt für die Zukunft von Schalke 04 stehen. Und die haben heute allesamt gespielt. Das checke ich halt gar nicht, ne? Warum und wieso das unbedingt gemacht werden musste. Okay, gut. Dann haben sie gespielt. Und Marc Uth schießt dann auch noch ein Tor. Ich denke so, geil, komm, heute wenigstens mal. Ja, Reaktion gezeigt, super, perfekt, super. Da kommt noch Mustafi um die Ecke, macht plötzlich auch ein Tor, trifft sogar ins richtige Tor und zwar ins gegnerische. Super, geil. Und dann passiert gar nichts mehr. Wie gesagt, Schalke hatte noch die Chance, noch ein Tor zu schießen. Erste Halbzeit, ich war super gut zufrieden. Ich fand es einfach nur schön, mir das Spiel anzugucken. Und dann brauchen wir 20 Minuten, um 4 Gegentore zu bekommen. Also unser Verhalten bei Standardsituationen geht gar nicht. Also da haben Spieler Tore geschossen, die sind gerade mal eine Handbreit größer als ein Erdferkel. Also mit dem Kopf, ja, das ist die Pointe, mit dem Kopf. Einfach nur verloren, ganz ehrlich. Und du guckst dir das Spiel wieder an und denkst dir, jawohl, da sind wir wieder. Schalke 04 im Jahr 2021. Wir sind noch da. Hat sich nichts geändert. Schade. Naja, in dem Sinne, Glück auf. Macht's gut. Ciao.